Herzlich willkommen damit zur nächsten Folge von Cyberpunk. Johnny Silverhands Ex. Ja, also, lustige Sache. Alt ist nämlich Johnnys Ex. Nicht dein Ernst. Ich schwör's dir, aber niemand kennt sich besser im Netz aus als sie. Ohne sie schaffen wir es nicht nach Mikoshi. Johnny, Alt, ganz schön viel Familiendrama. Vertraust du ihr? Nein. Nein. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Muss einfach darauf hoffen, dass Alt mir nicht in den Rücken fällt. Wieso? Stimmt was nicht? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Noch weit? Das wär's wohl. Wie weit noch bis zum Arasaka Tower? Nicht weit. Von hier aus wird's eine Spritztour. Hey, wie warst du so schnell? Das sollte dich nicht mehr überraschen, Zorn. Dinge laufen selten wie geplant. Leute, was ist das Problem? Carol und der Rest. Meditech hat Verstärkung geschickt. Sie sitzen fest. Sie halten nicht mehr lange durch. Mein Gott. Ich nehme den Panzer. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Bist du bescheuert? Das kannst du vergessen. Du kannst den Panzer nicht bedienen, ohne dass dir dein scheiß Gehirn abbrutzelt. Eine bessere Idee. Das ist unsere Familie, Panam. Die lassen wir nicht im Stich. Saul, lässt du ihn gehen? Wie? Jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Mitch hatte recht, wir müssen ihnen helfen. Mitch hat recht. Wir drei haben immer noch eine reelle Chance. Aber ohne ihn haben sie keine. Bist du dir sicher? Saul! Das ist Selbstmord, verdammt! Passt auf euch auf! Die bringen dich um! Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen, alter Freund. Carol, ich bin unterwegs. Haltet durch! Saul! Hiernach gibst du mir ein Bier aus! Sie werden... Das alles darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr beide seht nach, was mit dem Circus. Sobald ihr mobil seid, folge ich und sichere nach hinten. Wie? Gehen wir. Mitch! Bin da! Sicher und unversehrt. Sei vorsichtig! Bitte! Ich komm klar, Pan. Du auch, ja? Komm in einem Stück zurück aus Mikoshi. Okay, los geht's! Over and out! Keine Scheiße mehr. Bitte! Und starte ihn. Der Motor ist überhitzt, ist abgesoppt. Na gut, der Augenblick der Wahrheit. Wir haben ihn im manuellen Modus. Gut. Aber wie? Au. Panam? Panam, alles okay? Panam, rede mit mir. Nein, 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 nein. Panam! Bin da. Nur ein paar Kratzer. Hab Schlimmeres überlebt. Für eine Sekunde dachte ich, du wärst tot. Panam! Für eine Sekunde dachte ich, du wärst... Schon okay, wie. Alles gut. Saul? Der Tunnel ist fürs Erste sicher. Irgendwas von Mitch? Immer noch nichts. Scheiße. Wusste ich's doch. Vielleicht nur ein Problem mit dem Funk. Hm. Na komm. Bringen wir es zu Ende. Nachher einem Wartungsschacht. Was ist das? Wurden entwickelt, um Gebäude vor Erdbeben. Das heißt, wir sind unterhalb des Tau. Was? Genau.
weiter nach oben. Scheiße. Nicht jetzt. Boah, ich muss kotzen. Hier. Wir sind in einer Art Wartungsschacht. Das hat einfach nach oben geführt. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Ich kann nicht. Nachdenkt? Schon unglaublich, dass wir genau da sind, wo die Arasaka-Bombe hochging. Müsste hier dann nicht alles verstrahlt sein? Wer weiß. Na toll. Wie? Sie hat wieder einen Krampfanfall. Alles okay? Hey! Wie läuft die Zeit davon? Ich hab nicht mehr lang. Ich spür es. Es sitzt überein. Eine Ahnung, wo wir sind? Sehen wir uns um und finden's raus. Ich sehe da was. Wir müssen uns erst um die Wachen kümmern. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Meinst du, es ist was Ernstes? Mich jedenfalls danach. Garantiert bis abends hier. Läuft das ja immer so ab? Da, nee, vor uns. Fast nie. Siehst du sie? Ist ja das Beunruhigende. Das waren alle. Okay. Lala. Oh lala. Schnell und still. S und S. Eine ganze Einheit da. Vielleicht Convoy Security. Okay. Die Lage ist etwas prekärer als angenommen. Ihre Systeme müssen durch das Bohren Vibrationen unter dem Gebäude gemeldet haben. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Das bedeutet, dass jetzt alle Passagen gesperrt sind. Wir sitzen hier wie Ratten im Käfig. Wo sind wir genau? Werks- und Wartungsebene. Und da kommen wir nicht weg, bis wir die Security ausschalten. Wie weit bist du? Mikoshi. Ist es noch weit bis Mikoshi? Nein, das Labor ist im nächsten Sektor. Aber da müssen wir erstmal hin. Wir müssen einen Zugangspunkt finden. Gibt's Zugriffspunkte? Wir brauchen dringend einen. Ich such schon. Sekunde noch. Gefunden. Ist nicht weit. Da kannst du dich verlinken. Okay. Hoffen wir, es gibt auch einen Port für Allsplitter. Ich schick dir die schnellste Route. Aber erst müssen wir diese Sperre aufheben. Lasst euch nicht entdecken. Es muss niemand was von unserem Besuch mitkriegen. Alle Mitarbeiter haben bis zur Aufhebung der Gebäudesperre an ihren Positionen zu verbleiben. Ah, jetzt kommt natürlich noch wieder so eine Stealth-Passage. Wieso nicht? Einer müsste sich da mal umdrehen, ne?
Wir sind bald Level Up. Ja, ich schau doch mal. Ja, ein paar Räume weiter ausschalten. Mission. Hey, lol, ich wusste gar nicht, dass da noch einer steht. Was ist RIP? Wo ist denn der nächste Spielstand? Ach, ist schon so in Ordnung. Der Splitter ist drin. Ja. Wie lange brauchst du, um... Ich bin fertig. Geil! Es hat geklappt! Also können wir weiter? Nach Mikoshi? Dein Fach ist geöffnet. Komm, Panam. Über mir. Ich glaube, das war's. Wir haben's geschafft. Nur noch ein paar Schritte zwischen dir und Mikoshi. Du kriegst also endlich deine Chance. Wir sind an deiner Seite, Vi. Bis zum bitteren Ende. Alle Kaldos stehen zu ihrem Wort. Viel weiter kann's nicht sein, oder? Jetzt nur noch der Raum hinterher. Dann kommt der Kern. Eieiei. Netrunner. Oh Gott. Smasher. Fuck. Ups. Boah, Alter. What the fuck, es ist halt einfach Smashers. It's the fucking Smasher. Mit dem habe ich am wenigsten gerechnet. Kann's nicht sein, oder? Nur noch der Raum hinter der Sperre. Wann kommt der Kern? Du schaffst das. Ich
Ja, danke, sie. Ja. Ich bin dabei. Bei Smashers. Smashers, ich erinnere mich. Adam Smasher. Ich erinnere mich. Hast mal geschworen, Silverhand zu töten. Schöne Grüße von Silverman. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Johnny, er ist hier bei uns. Er kann zwar nicht reden, aber ich fühle ihn unter der Haut. Was redest du für einen Scheiß? Am Ende hat er dich gekriegt. Silverhand siegt.
Na komm. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.